Herzlich willkommen zu Sport und Abenteuer. Mit diesem Video möchte ich euch kurz und prägnant über die wichtigsten Kauftipps zum Thema Trekkingrad informieren. Doch bevor wir starten, einmal bitte unterhalb des Videos schauen unter www.sport-und-abenteuer.de, denn dort bekommt ihr noch viele, viele weitere wichtige Produktinformationen und natürlich ganz, ganz wichtig auch Kauftipps. Und mit denen starten wir jetzt direkt los. Tipp Nummer 1, acht bitte auf die richtige Rahmengröße, das ist ganz, ganz wichtig. Ihr müsst euch natürlich bewusst sein beim Trekkingrad, wenn man sich dafür entscheidet, plant man ja auch längere Touren, Tagestouren, Wochentouren oder sogar vielleicht über mehrere Monate hinweg. Und hier ist es wichtig, dass man der Körpergröße angemessen auch die richtige Rahmengröße hat. Man darf nicht zu bucklig drauf sitzen, man darf aber auch nicht zu kerzengerade, weil es zu klein ist, nachher drauf sitzen. Das geht alles nachher in den Rücken rein und wenn ihr damit über eine längere Zeit fahrt, kann das unwahrscheinlich schmerzvoll werden. Also ganz, ganz wichtig. Tipp Nummer 2, achtet unbedingt bitte auf das richtige Gewicht. Es muss ein leichtes Gewicht sein. Am besten Alu, denn oder ein Alu-Rahmen, denn je leichter, klar, desto teurer, aber nehmt lieber mal ein paar mehr Euros in die Hand. Es lohnt sich. Ihr müsst euch auch vorstellen, ihr habt Zusatzgewicht beim Trekking dabei. Hinten in den Fahrradtaschen, selber vielleicht auf dem Rücken. Jedes Gramm kann nachher zu viel sein, gerade wenn es vielleicht auch noch bergauf geht. Deswegen sollte man wenigstens schauen, dass das Fahrrad so leicht wie möglich ist. Tipp Nummer 3, die richtige Reifengröße. Achtet hier auf die richtige Zollgröße. Es ist wichtig, wie ihr fahrt, was ihr fahrt. Habt ihr hügelige Landschaften, sollte man vielleicht auf eine andere Zollgröße gehen, als wenn man eben nur auf einer geraden Ebene fährt. Da kann man sich auch mal für einen größeren Zollbereich entscheiden. Also auch sowas vorher ein bisschen einplanen. Wo sind so eure Favorites, was sind so eure Vorstellungen, wo ihr hauptsächlich fahren werdet und danach richtet ihr am besten auch die Reifengröße aus. Tipp Nummer 4, ganz wichtig auch das Bremssystem und die Schaltung. Das ist beim Trekkingfahren ganz, ganz wichtig, gerade wenn es irgendwo bergab geht, über Stock, über Stein mit einem Trekkingrad, auf dem Waldweg, auf dem Feldweg, sollte man wirklich gut bremsen können und eine gute funktionierende Bremse haben. Hier wirklich auf eine gute Qualität achten. Gleiches gilt für die Schaltung, gerade wiederum bei bergauf. Hier sollte ich gut und schnell schalten können, in Gänge, die es mir ermöglicht, auch mal bei einer unangenehmen Steigung wirklich noch gut treten zu können und über die Kuppel hinwegzukommen. Ich spreche da leidvoll aus eigener Erfahrung. Und Tipp Nummer 5, ganz wichtig auch, achtet auf einen hinten, auf einen Gepäckträger beim Trekkingrad. Denn ihr habt in der Regel viel Material dabei, hinten in den Fahrradtaschen, wenn man längere Zeit unterwegs ist, ein Zelt, ein Regencape, Proviant, ein Handy und. Es gibt viele Punkte oder Möglichkeiten, etwas zu verstauen und darauf vielleicht auch auf den eigenen Rucksack zu verzichten, weil der kann natürlich beim Fahren dann auch sehr befreiend wirken, wenn man ihn nicht aufhat. Wenn ihr weitere Informationen haben wollt, dann schaut unter www.sport-und-abenteuer.de rein. Besucht uns auf unserer YouTube-Seite und fast schon Pflichtprogramm. Abonniert uns und schaut euch viele weitere interessante Kaufratgeber-Videos rund ums Fahrrad an und viele, viele weitere tolle Produkte. Ich wünsche euch jetzt bei eurer Trekkingtour viel Spaß und achtet auf euer Gewicht.